kommt man denn zum Ask Us Anything, wenn man eine Frage dazu stellen würde im Podcast? Ask Us Anything ist ziemlich einfach zu finden. Und zwar könnt ihr in den Shownotes beziehungsweise unten in der Videobeschreibung einfach den Radio Ravnica/Gamery-Server raussuchen und den Discord-Server und könnt da drauf joinen. Wir haben dort mehrere Bereiche. Wir haben halt den allgemeinen Bereich für Radio Ravnica/Gamery, wo eben auch Ask Us Anything drin ist, Tribal Clash, Themenvorschläge und ähnliches. Feedback auch immer ganz gerne gesehen. Ein Community-Bereich, wo unsere großartige Community mit fast 600 Leuten sehr, sehr, sehr aktiv miteinander redet. Und das dann noch was wie Tipps und Tricks, Formate und ähnliches. Also es ist ein großartiger Discord. Vielen Dank an unsere Community dafür. Und absolut. Dort gibt es eben den Bereich, wo wir eben Ask Us Anything haben, eure Fragen an uns. Pro Bereich bitte eine Frage, also pro Post eine Frage, dann können wir sie besser abmachen. Und wenn ihr eine Frage stellt, macht nicht 50 Millionen Zeichen davor mit irgendwelchen langen Erklärungen. So 1, 2, 3 Zeichen können wir noch lesen. Ab irgendwie der Zeile 5 oder 6 wird es halt langsam echt kritisch. Ja, stellt euch einfach vor, eure Frage steht auf einer Magic-Karte und wie viel Text würdet ihr tatsächlich noch bei der Magic-Karte lesen? Das ist so die optimale Größe. Wenn man es auf einen Blick versteht, dann ist perfekt. Aber die erste Frage, die wir haben, ist eine sehr spannende, wie ich finde, von Dexter2K. Dort wird gefragt, nehmt an, ihr sitzt unschuldig ein Jahr im Gefängnis. Welche 4 Magic-Sets würdet ihr zum Draften mit den Insassen mitnehmen? Also 4 Magic-Sets, die du in den Knast mitnehmen kannst zum endlos Draften. Vorausgesetzt, das wäre jetzt irgendwie produktmäßig machbar. Worauf hättest du ein Jahr lang Bock? Okay. Da bin ich relativ easy, weil ich würde mit ein bisschen den Cheat-Sachen gehen. Ich würde Eternal Masters mitnehmen. Mhm. Was einfach daran liegt, dass Eternal Masters sehr viele sehr coole Interaktionen hat und auch sehr cool ist. Ultimate Masters, auch das sehr, sehr nice. Alleine von den Interaktionen, wie man die Sachen miteinander kombinieren kann, aufbauen kann, was man so draften kann. Dann wahrscheinlich, weil ich es einfach als ein sehr, sehr, sehr positives Draft-Erlebnis in Erinnerung habe, Aufmarsch. Mhm. Da kann man richtig coole Tribal-Sachen tatsächlich irgendwie schaffen. Und einfach nur, weil ich es gerne haben würde und endlos Supply davon hätte, wahrscheinlich sowas wie Ursas Saga oder so. Ja. Einfach nur für möglichst unendlich infinite amount of reserveless Karten oder so. Spannend. Ich habe gerade auch mal überlegt, ich glaube, ich würde mit reinnehmen originales Innistad. Einfach nur, damit ich es auch mal draften kann. Auch und gut. wenn nicht im Knast, wo denn sonst? Dann Kamigawa Neon Dynasty für das beste Draft-Erlebnis, was man so oder was ich so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie hatte. Also Phyrexia All Will Be One ist auch ziemlich gut, aber ich finde Kamigawa Neon Dynasty, das quillt so über vor Synergie. Dann, damit ich auch mit absolut jedem zocken kann, den ich dem Knast begegne, Ixalan, weil es sehr, wie ich finde, einsteigerfreundlich ist und sehr leicht zu verstehen. Du hast die Tribes, die funktionieren einfach sehr gut und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Einstieg in Magic the Gathering. Und dann wahrscheinlich noch irgendwas richtig Altes. Keine Ahnung. Ich nehme ja auch Onslaught oder Ursas Saga. Ich glaube, ich nehme Ursas Saga einfach nur für den Value. Aber eine sehr, sehr spannende Karte. Ja. Das auf jeden Fall. Frage, nicht Karte. dann eine nächste Frage kommt von 6TM Fregel. Der schreibt, Robin, hast du schon mal überlegt, deine Pioneer-Liga-Spiele zu streamen oder als YouTube-Content zu benutzen? Da kann ich tatsächlich ganz kurz sagen, ja, ich habe es schon häufiger überlegt und ich werde das jetzt auch versuchen, in Zukunft immer zu machen. Also, wenn ihr das jetzt hier hört, war schon ein Livestream mit einem Ligaspiel. Das heißt, das Ding ist, ich kann die halt, weil ich bei der Terminfindung immer so ein bisschen gucken muss, wann hat auch die andere Person Zeit und wann kann man das machen und ist das noch zu einer Zeit, wo es sich zu streamen lohnt. Da werde ich aber versuchen, den Stream anzuwerfen und das da mal für euch zu zocken. Und mittlerweile kommen auch alle Streams auf meinen Zweitkanal, auf den Game Restreamte Kanal. Das heißt, wenn ihr den Stream verpasst habt auf Twitch oder einfach nicht auf Twitch da seid, könnt ihr auch da gerne abonnieren und mal reinschauen. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Wäre es denn auch was für dich, wenn du du bist ja auch in der Legacy-Liga, würdest du das auch mal aufnehmen und für YouTube verwenden? Schwierig. Ich persönlich bin ein sehr großer Verfechter von Paper Magic und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir es über Webcams machen. Ich weiß aber, dass bestimmte Leute
eben das Equipment nicht so krass im Fokus haben, wie ich das als meinen Standard sehe. Mhm. Und auch wenn ich da, wie gesagt, jetzt so zum Spielen niemanden ausschließen würde, für YouTube-Content, wo man ein Board nur so in so einer 45-Grad-Winkel 480p-Kamera sieht, mhm. Das macht keinem Spaß und das zu streamen ist halt auch nur so mittelmäßig. Dementsprechend ist es für mich, für meinen Qualitätsanspruch, den ich halt habe, einfach raus. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also es wird auf jeden Fall auch noch ein Learning sein, inwiefern man das halt dann, ja, inwiefern man das dann auch gut sehen kann im Stream. Also mhm. das wird auch auf jeden Fall so ein Ding sein, da muss ich auch mal gucken. Aber ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Folgt auf jeden Fall bei unseren beiden Kanälen mit rein yes. und haltet Ausschau nach Magic the Gathering Content. Die nächste Frage ist von Hattori Hanso. Der schreibt, in der aktuellen Folge, also in der letzten, erwähnt ihr im Themenkomplex MagicCon Barcelona, dass ein solches Competitive Event nicht in Deutschland stattfinden würde. Wieso ist das so? Das ist eine Frage, die haben wir sehr häufig auch bekommen in den Kommentaren. Die haben wir da auch schon so ein bisschen beantwortet. Mhm. Aber was ist denn eigentlich das Problem bei Competitive Events in Deutschland? Competitive Events in Deutschland fallen unter das Glücksspielgesetz. Und wir haben in Deutschland ein sehr, sehr, sehr strenges Glücksspielgesetz, mit dem sich die amerikanische Firma Wizards of the Coast oder die italienische Firma Legacy nicht auseinandersetzen möchte. Was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, sehr, sehr schwierig, da Preisgelder rauszugeben, was bei diesen Magic Festen passiert, wo man halt sagen kann, hey, oder Magic Cons, hey, der Erste kriegt irgendwie $500, schon hat man ein Problem. Weil ab dem Moment hat man ein Glücksspiel, wo man $500 gewinnen kann oder halt dann 500 Euro. Und das ist laut deutschem Gesetz sehr, sehr schwierig durchzubekommen. Man hat sehr hohe Richtlinien. Man darf auf keinen Fall jemanden reinlassen, der noch keine 18 ist, was dem Spielgedanken eines Kinderspiels, man darf das nie vergessen, wir spielen hier ein Kinderspiel und reden über ein Kinderspiel, einfach in die Tonne kloppt. Dazu haben wir noch gewisse andere Richtlinienregeln, denen wir uns unterwerfen müssen mit Security und allem drum und dran. Und das macht dann keinen Spaß mehr zu organisieren. Es gab mal Leute, die haben das gemacht, unter anderem eben die italienische Firma Legacy. Wir hatten sowas wie Grand Prix Bochum. Mhm. Es klingt heutzutage einfach lächerlich, wenn man das sagt. Aber wir hatten Grand Prix Bochum. Und, aber es war ja auch mal eine Hauptstadt von Deutschland. Bonn, sorry. Jetzt wollte ich einen Witz machen und Bonn. Bin einfach dumm gewesen. Ja. Sorry. Nee, tatsächlich gibt es auch noch Grand Prix Berlin, gab es, glaube ich, auch einen. Ja. Also, wie gesagt, es gab es. Bis dann halt irgendwer aufgefallen ist, so, hey, das fällt unter das Glücksspielgesetz. Und naja, der deutsche Staat gesagt hat, hey, das stimmt. Und seitdem gibt es halt nur Grand Prix oder Magic Cons oder Magic Feste, gerade in Europa, rund um Deutschland tatsächlich. Also sowas, das Bologna, Prag oder auch Utrecht oder so, sind keine Zufälle, dass so nahe Städte gewählt werden. Das ist absolut kein Zufall. Ja. Ja, definitiv. Und halt, ich weiß auch nicht, was für eine Kombination das irgendwie ist, aber dadurch, dass Magic the Gathering auch ein Kartenspiel ist, für eben, ich glaube, ab 13 Jahre offiziell empfohlen wird. Es gibt und halt, keine Altersbeschränkung. Ja, aber das Ding ist halt auch, also zum Beispiel E-Sports-Turniere finden ja in Deutschland statt und man könnte ja skillmäßig sagen, gerade wenn man es vergleicht mit Hearthstone oder sowas, ist es ja funktionell derselbe Skill, den man beweist. Und das eine ist halt ein digitales Kartenspiel. Das ist ein Kartenspiel mit Papierkarten. Und wahrscheinlich war da irgendwie mal die Assoziation mit Poker und Booster öffnen und Lootbox, also mit Booster öffnen. Und das ist ja random, weil Draft auch häufig dazugehört. Das heißt, es hat ja auch mit Glück zu tun, auch wenn wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Oder nicht ausschließlich der Fall sein kann. Ein Stück weit halt schon, genau. Aber es ist halt nicht der Hauptfaktor wie bei anderen Glücksspielen. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von Deutschland ist nicht schnell genug. Ich glaube, wenn wir irgendeinem Politiker Hearthstone mal zeigen würden und ihm erklären würden, was da passiert, dass man eine zufällig generierte Karte auf die Hand bekommt, dann würden auch die Hearthstone-Turniere sehr, sehr, sehr schnell unter Glücksspielgesetz fallen. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite auch, weil du gerade eben meintest, sich damit zu beschäftigen, dass diese Turniere nach Deutschland kommen würden, das würde halt wirklich Wahnsinn. De facto Lobbyarbeit bedeuten, was halt, wo Magic the Gathering, glaube ich, nicht die Präsenz in Deutschland hat, dass sich das lohnen würde, da irgendwie unsere Präferenzen da mit reinzunehmen. Und da ist die einfache Lösung, dass man um Deutschland herum plant und dann auch noch andere Europa-Orte oder europäische Länder mit drin hat.
Aber ein sehr, sehr spannendes Themenkomplex. Wollte ich auch mal mehr zu recherchiert haben in der Vergangenheit. Aber man kommt sehr schnell auf Grenzen. Also richtig ausformuliert ist das Thema nirgends. Aber ja, trotzdem sehr, sehr spannend. Absolut. Dann haben wir jeweils eine Frage vom Frankenfuchs Jens und auch von Weber, der darauf eingeht, dass beim letzten Mal bei den Musikgeschichten, im letzten Ask Us Anything, jetzt die Frage war mit den, was sind unsere Rituale vor dem Turnieren, beziehungsweise was sind eure Pre-Turnier-Rituale? Wie sieht's denn da bei dir aus? Was ist so dein Ritual vor einem Turnier? Erstmal vielen Dank an die Leute, die es gestellt haben. Ja. Ich finde es immer großartig, wenn man so dass Leute ein bisschen anpieksen kann. Ja. Kommt gerne wieder und stellt auch andere Fragen. meine Rituale haben sich tatsächlich ein Stück weit geändert. Ich habe 2019, wo ich wirklich sehr viel Turniere gegrindet habe, war ich jeden Abend vor dem Turnier bei einem Kumpel, mit dem ich auf die Turniere gefahren bin. Wir haben ein Gerstengebräu konsumiert in ganz minimalen kleinen Mengen und dabei tatsächlich exotisches Fleisch gegessen. Also sowas wie Zebra, Känguru und all sowas halt. Crazy. Damals war das noch okay. Und ja, dann sind wir relativ noch wahrscheinlich nicht fahrtüchtig ins Auto irgendwann und sind dann auf die Turniere gefahren. Macht das nicht nach, das ist kein gutes Ritual. Ich habe in ganz 2019 nicht einmal keine Preise auf dem Turnier bekommen, auf jedem Turnier, wo ich hingefahren bin. Aber es ist trotzdem kein gutes Ritual. Ja. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich es gelassen hätte. Und mittlerweile ist es eher so ein bisschen, ich setze mich den Abend vorher hin, sleeve mein Deck um, schaue nochmal mein Deck nach, pack meine Sachen. Und wenn ich preppe, also mich vorbereite, dann nehme ich halt immer wieder dasselbe zu. Wir hatten ja auch eine Folge dazu gemacht, was man auf ein Magic-Turnier mitnehmen muss. Könnt ihr auch mal reinhören in die alten Folgen. Ich bin immer noch dafür, auch wenn ich hier keine Marken nennen möchte, sowas wie Ernährungsergänzungsmittel wie Y-Food und ähnliches habe ich immer mit dabei. Dazu halt getrocknete Früchte, genug zu trinken von Wasser. Und wenn ich das alles gepackt habe, dann gehe ich aufs Turnier. Ja, das deckt sich einigermaßen mit meinen Turnierritualen. Auch wenn ich da jetzt natürlich nicht so wirklich exzessive Turniere, also sehr viele Turniere gespielt habe. Aber ja, im Endeffekt ist es halt auch wirklich so dieses Taschepacken, auch ganz bewusst sagen, okay, was wird gespielt heute? Bei mir halt häufig eben Pioneer. Und dementsprechend werde ich auch einfach bei dem Thema bleiben und gar nicht Commander mitnehmen oder noch irgendwie Sleeves für einen Draft mitnehmen, sondern nur sich darauf begrenzen, was man an dem Tag spielen möchte, damit man beim Aufräumen und Abräumen der Tischplatte, sag ich jetzt mal, nicht noch irgendwie rumkramen muss mit, oh, da habe ich keinen Platz mehr in meinem Rucksack oder so, sondern dass alles schnell und einfach geht. Halt, wie gesagt, so ein paar Snacks, schön immer eine Wasserflasche dabei haben. Und was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, immer Mermaider hören oder andere Death Metal Songs. Ja. Ich höre nicht viel Death Metal, aber das gehört irgendwie mit dazu, auf dem Weg dahin, irgendwie laute Musik zu hören, um dann den Kopf einmal klar zu haben. Tatsächlich eine Sache, die ich noch versuche, auf Turnieren immer zu machen, ist halt zwischen den Runden immer gehen. Immer irgendwo hingehen, zwischen den Reihen entlang gehen, mal rausgehen, immer in Bewegung bleiben, weil es gibt nichts Schlimmeres für den Körper, wenn man den ganzen Tag nur sitzt und dann vielleicht sogar noch am Ende des Tages einen langen Weg nach Hause hat und man dann erst in Bewegung kommt. Also das ist gut für den Kopf, aber auch für den Körper. Ja, absolut. Genau. Nehmen wir noch eine Frage rein. Und zwar eine quasi doppelte Frage, aber sie ist schnell beantwortet. Regodat bzw. Markus fragt, spielt ihr Magic the Gathering online? Also nicht Magic Arena den Klienten, sondern den davor. Spielst du Magic online? Nee, immer noch nicht. Ich habe es zwischenzeitlich mal gespielt. Ich habe es früher mal gespielt. Ich habe mittlerweile halt wirklich mich zum absoluten Paper-Boomer zurückentwickelt. Ja. Also wenn es nicht möglich wäre, über Webcam Magic zu spielen, würde ich auch online kein Magic spielen. Sondern das ist für mich ein pures Paper-Gedöns. Und ich liebe es zum Beispiel auch, wenn Leute so ein doppeltes Kamerasetup haben, dass man halt das Feld sieht und die Person selber. Das haben natürlich die allerwenigsten Leute. Ja. Aber das, also Magic-Karten gemischt zu sehen, ist für mich schon ein Highlight. Und
ich weiß, Magic Online hat eine ganz, ganz gute Community und da werden großartige Sachen, gerade im Bereich Legacy, gemacht. Deswegen ist es eigentlich ein Ding, was ich mir immer wieder angucken möchte und müsste. Mhm. Aber ich bin so zufrieden mit meiner Legacy-Community. Wir haben, um das kurz zum Beispiel als Beispiel zu machen, wir hatten jetzt, also warte, jetzt muss ich muss in der Zukunft reden, während ich in der Vergangenheit denke. wir hatten jetzt am Freitag, wenn ihr das hört, am Freitag, also heute, ansonsten, wenn ihr das hört, später, den Freitag, da haben wir ein Legacy-Turnier mit fast 20 Leuten. Mhm. Und das als FNM. Und das ist halt etwas, was deutschlandweit sehr einzigartig ist. Und das muss ich sagen, das finde ich so wichtig und so viel schätzenswerter. Und naja, das ist halt ein Privileg, das ich habe. Hätte ich das nicht, würde ich wahrscheinlich mehr Magic Online spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Magic Online ist halt ziemlich cool. Das ist der einzige Weg online, also über Nicht-Webcam, sag ich jetzt mal. Und wenn man keine Community hat, eben Magic zu spielen und halt eben Modern, Legacy und alle diese tollen Formate. Inklusive auch Pioneer. Und auch Pioneer, natürlich. Das stimmt, das gibt's ja auch noch nicht irgendwo anders. Genau, das heißt, aber ich spiele auch kein Magic Online, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe einen Account, ich habe mal reingeschaut, aber ich kann mich nicht dazu bringen, meine Abenden vor diesem Klienten zu verbringen. Es ist einfach zu altbacken. Ich weiß, Leute, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, sind da sehr begeistert mit, was halt auch eben geht und wie die Funktionen da drin sind, aber das Leben ist zu kurz, um Magic Online zu spielen. Und es sieht so schlimm aus. Also gerade die Oberfläche ist wirklich schlimm. Gerade wenn man halt jetzt heutzutage sich irgendein random Spiel anguckt. Es muss noch nicht mal ein AAA-Titel sein. Es kann wirklich ein Indie-Game sein. Und ein Indie-Game sieht einfach immer noch besser aus wie Magic Online. Das Premiere-Programm von Magic, abgesehen halt von Arena. Ja, und die zweite Frage lässt sich dementsprechend auch kurz beantworten. Könnt ihr mal ein Erklärungsvideo machen, wie man wie MTGO funktioniert? Ich weiß gar nicht, ob du schon mal so eins davon gemacht hast. Ich hatte eins gemacht. Ich hatte im Blackie erklärt gemacht. Ich habe ja relativ viele Erklärvideos bei mir auf dem Channel. Ja. Aber das habe ich runtergenommen, weil sich das in der Zeit geändert hatte. Ja. Es steht auf meiner Liste an Videos, die ich machen möchte. Auch wenn ich selber jetzt nicht unbedingt spiele. Erklären, andere Leute zu befähigen, Magic zu spielen. Ja. Finde ich sehr wichtig. Und deswegen, also bei mir steht es auf der Liste, auch wenn es echt nicht hoch steht. Ja, bei mir ist das recht ähnlich. Also ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich habe auch schon Videos angeguckt von Leuten, die das gemacht haben. Also MTG Goldfish hat eine eigentlich, glaube ich, jährliche aktualisierte Version von diesem Video. Ja. Was eigentlich ziemlich gut ist und was auch zum Beispiel so Sachen erklärt, wie diese Rental-Service, diese Verleih-Service, wo man halt eine Fixed-Fee quasi zahlt im Monat oder sogar bis zu 12 Euro im Monat quasi Gratis-Karten leihen kann, was sich nicht viel anhört, aber es ist schon sehr, sehr viele Karten impliziert. Also man kann wunderbar Commander spielen mit diesem 12-Euro-Budget auf oder 12-Dollar-Budget auf Magic Online. Aber dadurch, dass ich selber nicht spiele, wäre es auch ein bisschen heuchlerisch, wenn ich jetzt sage, hey, ich erkläre euch mal Magic Online. und das ist halt so ein bisschen das, warum ich es wahrscheinlich nicht machen werde. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich mir mal angucke und wenn ich dann verstanden habe, wie es funktioniert, dass ich dann mal ein Video dazu mache. Aber jetzt quasi einfach so eins zu produzieren, wäre ein bisschen fadenscheinig von mir. Aber trotzdem eine interessante Frage, ein interessantes Thema, weil ich glaube auch immer noch, dass in Deutschland Magic Online gar nicht so bekannt ist irgendwie. Also viele Leute streamen halt eben Magic Arena. Manche wenige spielen online und ich würde fast sagen, noch mal doppelt so viele wie online streamen, machen Spelltable Commander oder andere Spelltable-Geschichten. Also vielleicht wäre das tatsächlich ja so ein Ding, was man mal irgendwie machen könnte, gerade wenn man kompetitiver irgendwie ausgelegt ist. Es hat auf jeden Fall das Potenzial dafür. Ja. Absolut. Aber das bringt uns auch schon zum Ende der Folge 182 von Radio Ravnica. Ein sehr schöner Podcast, wie ich finde, sehr schön rund. Wir haben ja einige Fragen abgearbeitet. Und am Schluss danken wir natürlich unseren Patreon-Gold-Unterstützern aus dem Monat Februar. Namentlich da zu erwähnen wären Jan W., Jan Erik G., General Götterspeise, Faria, EasyReader24, Buster Madison, Kobe Power und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen, vielen Dank an alle Patreons, die uns unterstützen. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Und natürlich vielen Dank auch an dich, lieber Marc, fürs mal wieder dabei sein bei Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut da rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.